Viele Menschen hoffen ja auf Wasserstoff als Rückgrat unseres Energiesystems. Wasserstoff speichert Energie, die uns über die Dunkelflaute bringt. Statt giftiger Abgase kommt reines Wasser aus den Auspuffen und selbst die Stahlherstellung ist dank Wasserstoff klimaneutral. Hergestellt wird er mit Strom aus Solarkraftwerken in der Wüste und Windkraftwerken an der Küste. Wir machen daraus Methanol und Ammoniak, um Schiffe, Flugzeuge und LKW zu betanken. In dieser Vision nutzt jeder von uns tagtäglich Wasserstoff in unseren Autos, im Stromnetz und zum Heizen. Okay, cool, aber wie realistisch ist diese Vision wirklich? Wofür nutzen wir Wasserstoff schon heute und wo ergibt Wasserstoff ehrlich gesagt keinen Sinn? Und was hat diese Leiter damit zu tun? Genau das klären wir heute bei Dr. Watson. In einem anderen Video haben wir bereits erklärt, warum Wasserstoffautos leider keine Lösung für unsere Klimaprobleme sind. Um der Natur etwas Gutes zu tun, gibt es auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Naturschutzorganisation Planet Wild. Mehr dazu am Ende des Videos, wo ich euch mal ein ganz aktuelles Naturschutzprojekt von ihnen vorstelle. Okay, was macht Wasserstoff eigentlich so besonders? Nun, Wasserstoff ist das leichteste Element in unserem Universum, macht aber trotzdem 3/4 der Masse aus. Außerdem kommt er praktisch immer gebunden vor, zum Beispiel in Wasser, aber auch in Kohlenwasserstoffen, in Erdöl oder Erdgas und in jeder Menge anderer Verbindungen. Aber für unsere Zwecke brauchen wir molekularen Wasserstoff, H2. Um den herzustellen, müssen wir die Bindungen trennen und genau das benötigt Energie. Diese Energie setzt der Wasserstoff dann aber auch wieder frei, wenn er mit Sauerstoff in einer Brennstoffzelle zu Wasser reagiert. Er kann uns also als Energiespeicher dienen. Wie eine Batterie, aber eben nicht nur für ein paar Stunden oder Tage, sondern für Wochen oder sogar Monate. Leider ist Wasserstoff als Energiespeicher aber ziemlich ineffizient. Weil Wasserstoff in der Natur immer nur gebunden vorkommt, muss man ihn erst einmal herstellen. Wenn man dazu zum Beispiel Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet, geht ein Teil der Energie ungenutzt als Wärme verloren. Wie viel genau, das hängt von der Methode ab, aber häufig werden hier ungefähr 30% Verluste angenommen. Es gibt zwar auch Elektrolyseverfahren mit höheren Wirkungsgraden, die sind aber leider noch nicht marktreif. Beim Zurückwandeln in Strom geht dann nochmal Energie verloren, typischerweise sogar zwischen 40% und 60%. Ein weiteres Problem: die Lagerung und der Transport sind ziemlich aufwendig. Man kann Wasserstoff entweder bei super niedrigen Temperaturen verflüssigen oder bei sehr hohem Druck komprimieren. Beides braucht Energie, genau wie die Umwandlung in E-Fuels oder andere Stoffe, die leichter zu lagern sind. Wenn wir von Wasserstoff als Energieträger für Autos oder Heizungen reden, dann sind das neue Anwendungen für Wasserstoff. Aber schon heute werden jährlich fast 100 Megatonnen für die Chemie- und Industriebranche produziert. Dort wird Wasserstoff nicht als Energieträger, sondern wegen seiner chemischen Eigenschaften und als Rohstoff gebraucht. Das ist aber kein grüner oder klimaneutraler Wasserstoff, sondern grauer Wasserstoff, der aus fossilen Rohstoffen stammt, vor allem aus Erdgas, also Methan. 2018 entstanden dabei 830 Megatonnen CO2, über 2% der globalen Emissionen. Seitdem ist die Produktion sogar nochmal gestiegen. Man könnte also sagen, dass Wasserstoff jetzt gerade im Moment überhaupt keine Lösung ist, sondern eher ein Problem. Wenn man einen Teil des CO2 beim Prozess abfängt, dann spricht man von blauem oder türkisem Wasserstoff. Klimaneutral ist das aber auch noch nicht, weil man dafür trotzdem hohe Temperaturen braucht und das Erdgas gefördert und transportiert werden muss. Nur wenn man mit Strom aus erneuerbaren Energien Wasser spaltet, dann ist der Wasserstoff grün. Also wirklich grün ist er dann natürlich noch nicht, aber wir nennen ihn dann grünen Wasserstoff. Heute ist aber nur ein Bruchteil des Wasserstoffs grün oder zumindest blau. Jetzt die wichtige Frage: Lässt sich das ändern? Und wenn ja, wie schnell? Es gibt große Weltregionen, wo man grünen Wasserstoff sehr günstig herstellen könnte. Je mehr Rot man hier auf dieser Karte sieht, desto günstiger kann man dort Wasserstoff produzieren. Und auf dieser zweiten Karte sieht man, ob das eher durch Solar in Gelb oder Wind in Lila passiert. Trotzdem braucht man dafür halt viel grünen Strom und auch Maschinen. Heute werden in Deutschland etwa 55 Terawattstunden grauer Wasserstoff verbraucht. Fürs Jahr 2030 geht die Bundesregierung ungefähr von einer Verdopplung des Bedarfs aus. Dieser zusätzliche Bedarf soll ausschließlich grün hergestellt werden, ungefähr die Hälfte davon übrigens hier in Deutschland. Danach soll der Bedarf nochmal stark ansteigen, genau wie der importierte Anteil. Aber der Ausbau ist zu langsam. Schuld daran ist vor allem die Finanzierung, sagt die Internationale Energieagentur. Bis 2028 kommen geschätzt nur 7% der bis dahin angekündigten Kapazität ans Netz.
Okay, welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Mehr grauen und blauen Wasserstoff nutzen? Na gut, aber dann wäre die Wasserstoffwirtschaft viel weniger grün, als viele sie sich vorstellen. Oder wir müssen priorisieren. Wo setzen wir Wasserstoff am besten ein? Wo hat er den größten Nutzen oder spart am meisten CO2? Und da kommen wir endlich zu diesem Ding hier. Das ist die Wasserstoffleiter. Also nicht die hier, sondern die hier. Das ist ein Modell vom Analysten Michael Liebreich. Und es ist quasi eine Wasserstoff-Tierlist. Das Konzept zeigt seine Einschätzung dazu, wie groß der Marktanteil von Wasserstoff und zum Beispiel E-Fuels aus Wasserstoff um 2035 herum in vielen verschiedenen Anwendungen sein wird. Also, steigen wir mal ein. Die Farben zeigen, welche Alternativen es zu Wasserstoff gibt. Gelb steht für Elektrifizierung, also zum Beispiel E-Autos oder Wärmepumpen. Grün für Biomasse und Rot zeigt an, dass es hier gerade keine wirkliche Alternative gibt. Was wir in Reihe A sehen, sind vor allem die Anwendungsfälle, in denen Wasserstoff auch jetzt schon genutzt wird. Genauer gesagt für die Herstellung von Ammoniak und Dünger oder Methanol. Generell alles in der Chemie. Außer bei Methanol, das man auch als Biokraftstoff herstellen kann, gibt es für die chemische Industrie keine wirklichen Alternativen zum Wasserstoff. Wie gesagt, bisher ist das grauer Wasserstoff aus fossilen Rohstoffen. Natürlich wäre es cool, den auch irgendwann gegen grünen Wasserstoff auszutauschen, aber der nächste Schritt ist erstmal, den zusätzlichen Wasserstoff grün herzustellen. Die B- und C-Reihe sind die Anwendungen, wo Wasserstoff einen großen Beitrag zur Klimaneutralität leisten kann. Wir brauchen ihn als Langzeitspeicherlösung für erneuerbaren Strom. Zum Beispiel, indem man mit überschüssigem Solarstrom im Sommer Wasserstoff herstellt, den dann unterirdisch speichert und im Winter wieder Strom damit erzeugt. Außerdem kommen Mobilitätsanwendungen dazu. Vor allem da, wo die Energiedichte entscheidend ist, wo man also mit wenig Gewicht weit kommen muss. Dort werden Wasserstoff und E-Fuels eine Rolle spielen. Und noch ein großer Punkt, die Stahlherstellung. In Deutschland macht die Stahlindustrie 6% der gesamten Emissionen aus. Und Wasserstoff kann da auf gleich zwei Arten helfen. Er kann Kohle als Reduktionsmittel ersetzen und er kann die Hochöfen heizen. Und da kommen wir zur Reihe D, E und F. Ab hier kommen nur noch ineffiziente Anwendungen für Wasserstoff, die keinen großen Marktanteil erreichen werden. Hier sind, laut Liebreich, viele Anwendungen aus dem Verkehr angesiedelt. Regionalzüge, Leichtflugzeuge, LKW, lokale Fähren und Teile der Energieversorgung. Bulk Power Imports bezieht sich auf Regionen, die über importierten Wasserstoff ihren Stromverbrauch abdecken wollen, statt einfach direkt erneuerbaren Strom zu nutzen. Und mit UPS ist nicht der Paketdienst gemeint, sondern Uninterruptible Power Supply. Zum Beispiel in Krankenhäusern darf es ja zu keinem Stromausfall kommen, da spielen Größe und Gewicht aber kaum eine Rolle, weshalb Michael Liebreich hier eher mit großen Batterien rechnet, weil sie günstiger sind. Und dann gibt's noch die Row of Doom, wie Liebreich sie selbst nennt, die zeigt uns all die Anwendungen, für die Wasserstoff komplett unwirtschaftlich ist. Busse, PKW, Taxis und übrigens auch Wasserstoffheizungen zu Hause. Wärmepumpen sind einfach viel effizienter. Okay, aber wie verlässlich ist diese Analyse? Es gibt natürlich auch Kritik daran. Erstens, Liebreich investiert in Ladeinfrastruktur für E-Autos. Das ist zwar ein Interessenkonflikt, heißt aber nicht automatisch, dass die Analyse falsch ist. Nach eigener Aussage investiert er außerdem genauso in Brennstoffzellen, zum Beispiel für Langzeitspeicher. Zweiter Kritikpunkt, für viele der Anwendungen auf der Leiter taucht Biogas als Alternative auf. Das ist zwar CO2-neutral, aber die Bioabfälle und die Gülle, die man für die Herstellung braucht, sind nicht unendlich vorhanden. Und wenn extra Pflanzen angebaut werden, kann man die Anbauflächen nicht für zum Beispiel Lebensmittel nutzen. Dazu muss man aber sagen, Liebreich ordnet genau das auch selbst ein. Und Biogas ist nun mal auch eine Alternative zu Wasserstoff auf dem Markt. Das Modell trifft nicht unbedingt Aussagen darüber, was sinnvoll ist, sondern zeigt hier einfach nur, welche Alternativen da sind. Um wirklich einzuschätzen, wie aussagekräftig sein Modell ist, haben wir auch nochmal danach geschaut, wie Expertinnen und Experten den Bedarf einschätzen. Seine Einschätzung war ja, kein Wasserstoff im Auto, aber im Luft- und Schiffsverkehr. Und das deckt sich auch mit der deutschen Wasserstoffstrategie. Die Stahlproduktion hat Liebreich in der B-Reihe einsortiert und auch der Nationale Wasserstoffrat sagt, genau dort kann mit Wasserstoff viel CO2 vermieden werden, wie man hier sieht. Die Breite eines Rechtecks zeigt an, wie groß der Bedarf für diese Branche im Jahr 2050 ist und die Höhe zeigt an, wie viel CO2 mit jeder Tonne grünem Wasserstoff vermieden werden kann. Beim Stahl könnte eine Tonne Wasserstoff also 25 Tonnen CO2 einsparen. Im Verkehr zum Beispiel wäre der Bedarf deutlich größer, aber der Hebel deutlich kleiner.
Und auch beim Thema Heizen sagen die IEA und die Forschung dazu, dass Wärmepumpen die deutlich effizientere und wirtschaftlichere Alternative sind. Eine Wasserstoffwirtschaft ist eine tolle Vorstellung. Keine Frage. Es wäre total elegant, mit erneuerbarem Strom einen Stoff herzustellen, der so vielseitig genutzt werden kann wie fossile Rohstoffe, aber ohne die Umweltbelastung. Aber ich glaube, dafür sind wir einfach zu spät dran. Wenn wir vor 20, 30 Jahren angefangen hätten, Elektrolyseure, Solar- und Windenergie global auszubauen, dann hätten wir jetzt vielleicht genug grünen Strom, um Wasserstoff im großen Stil einzusetzen. Aber da sind wir aktuell einfach nicht. Und wenn wir uns jetzt in allen Bereichen auf Wasserstoff festlegen, heißt das, dass wir auch noch länger grauen und blauen Wasserstoff brauchen und der stößt CO2 aus. Oder unsere Heizungen doch noch länger mit Gas laufen, weil einfach noch nicht genug Wasserstoff für die H2-Ready-Heizung da ist. Warum wird so viel über Wasserstoff gesprochen, aber so wenig darüber, wo wir ihn sinnvoll einsetzen können und eigentlich sogar müssen? Denn eins steht fest, wir werden Wasserstoff brauchen. Aber weil er so wertvoll ist, müssen wir ihn sehr bedacht einsetzen. Und alles, was man direkt elektrifizieren kann, elektrifizieren. Um nachhaltigen Wasserstoff in großen Mengen herstellen zu können, brauchen wir aber große Flächen für erneuerbare Energien. Da Deutschland mit seinen Flächen nicht den gesamten Eigenbedarf abdecken kann, untersuchen Forscher potenzielle Kooperationsmöglichkeiten in Afrika. Bedingung ist aber, dass sie nicht zur Rodung von Wäldern oder zur Zerstörung von Ökosystemen führen. Die aktuelle Umweltforschung beschäftigt sich nämlich gleichzeitig mit dem Effekt, den bestehende Wälder auf die Verarbeitung von Kohlendioxid haben und in dem Zusammenhang auch mit der Effektivität von Wiederaufforstung. Und trotzdem gibt es in der Praxis Naturschutzorganisationen, die bewusst und legal ganze Wälder fällen. Wenn ihr erfahren wollt, wie man einen Wald im Namen des Umweltschutzes fällen kann, dann besucht den YouTube-Kanal von Planet Wild. Planet Wild ist eine Naturschutzorganisation, die mit ihrem Team einen Wald gerettet hat, indem sie ihn gefällt hat. Klingt komisch, ist aber so. In ihrem neuesten Video erklären sie, wie sie vorgegangen sind und warum sie es überhaupt getan haben. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Planet Wild könnt ihr übrigens von zu Hause aus unterstützen. Bereits ab 6 Euro im Monat könnt ihr nämlich selbst zum Schutz der Natur beitragen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr übrigens auch einen Link, mit dem ihr euch anmelden und Teil der Planet Wild Community werden könnt. Und hier auf der Endcard geht es weiter zu ihrem neuesten Video. Also viel Spaß beim Renaturieren von Wäldern und ansonsten wie immer bleibt neugierig, euer Cedric.